Hallo liebe Freunde, es ist wieder Zeit für meinen Spaziergang mit dem Hund und insofern trage ich meine gelbe Warnweste. Es ist in gewisser Weise natürlich auch eine Symbolik für die Situation, denn wenngleich ich mich grundsätzlich als jemand verstehe, der einordnet und in Zusammenhang stellt, ist es langsam an der Zeit, tatsächlich Warnungen auch zu bedenken und im Zweifelsfall auch auszusprechen, und zwar Warnungen vor gefährlichen Situationen. Und im Hinblick auf die Corona-Krise ist es so, dass ich besorgt bin, alarmiert bin und insofern auch hier jetzt dieses Thema Warnung in den Mittelpunkt dieses Beitrags setzen möchte. Es wird ein kurzer Beitrag sein, aber es wird einer, der sich mit der Sachlage beschäftigt, und diese Sachlage, die gibt dann in der Analyse Anlass zur Besorgnis. Besorgnis deswegen, weil wir offiziell von politischer Seite, von Seiten der Bundesregierung hören, dass die Notlage der Pandemie einen Lockdown erfordert. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, logisches Denken wäre jetzt nicht angebracht, was bedeuten soll, dass man darauf vertrauen soll, die Warnungen der Behörden ernst zu nehmen. Das halte ich für sehr gefährlich, weil es den Boden für jegliche demokratische Kontrolle tatsächlich entzieht. Politik in einer Demokratie muss sich rechtfertigen, und Politik in einer Demokratie, wenn die Verantwortungsträger dort sagen, glaubt mir und folgt mir, dann ist tatsächlich allerhöchste Vorsicht angebracht. Warum ist es angebracht, vorsichtig zu sein? Nun, wir erleben jetzt immer mehr, dass selbst Menschen, die im System, im Gesundheitswesen Verantwortung tragen oder auch in den Medien Verantwortung tragen, beispielsweise gestern der Kommentator Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung oder aber der Chefarzt für Innere Medizin der Rottal-Inn-Kliniken, Professor Giesner heißt er, glaube ich, pardon, wenn ich den Namen jetzt nicht direkt vor Augen habe, aber die Bezeichnung, die Amtsfunktion, die er hat als Chefarzt Innere Medizin an dem Rottal-Inn-Klinikum, der sich in nahezu dramatischen Worten darüber beklagt, dass die Politik so fehlgeleitet ist, so einseitig auf den PCR-Test schaut. Heute Morgen ist bekannt geworden, dass eine Lage, interne Lageeinschätzung des Bundesministeriums des Innern über die Corona-Krise ebenfalls die Politik in einer Art und Weise informiert, die bedenklich stimmt. In dieser Lageeinschätzung, ich werde die im Video hier verlinken, anschließend in den Kommentaren, unter diesem Video werde ich den Link einstellen. Diese Lageeinschätzung spricht davon, dass es bestätigte Corona-Fälle gebe und meint damit die Zahl der PCR-Tests. Wir alle wissen inzwischen, und der Chefarzt der Rottal-Inn-Kliniken hat es als weiterer fachkundiger Experte bestätigt, dass die PCR-Tests an sich keine Grundlage und keine Bestätigung einer Corona-Infektion, schon gar nicht einer Erkrankung, ermöglichen. Die PCR-Tests sind ausschließlich geeignet, einen Infektionsverdacht
im Hinblick auf die unterschiedlichen Viren, die beteiligt sein können, zu erhärten. Das heißt, wenn jemand eine Viruserkrankung hat, eine Atemwegsviruserkrankung hat, dann kann mittels der PCR-Analyse, kann dann geschaut werden, ist es ein Coronavirus, ist es SARS-CoV-2, ist es Influenza, vorausgesetzt, es würden entsprechende PCR-Tests für alle diese Viren durchgeführt. Momentan wird aber nur auf SARS-CoV-2 getestet und es wird momentan getestet bei in der überwiegenden Mehrzahl asymptomatischen, sprich gesunden Patienten, in denen dann auf der Basis eines mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlerhaften Tests eine Diagnose nicht mal von einem Mediziner gestellt wird, sondern auf dem Amtswege diagnostiziert wird, hier ist ein Corona-Infizierter. Das ist falsch und das ist gefährlich, wenn wir auf dieser Basis Maßnahmen wie den Lockdown beschließen. Und deswegen sehe ich mich veranlasst, hier eine dringende Warnung auszusprechen. Bitte kontaktiert all eure Politiker auf der kommunalen Ebene, auf der Bundesebene und auf der Landesebene und fragt sie, wie sie sich zu diesen Merkwürdigkeiten verhalten, wie sie diese Widersprüche deuten, was sie selbst davon verstehen und wo sie sich auf politische Vorgaben zurückziehen, sprich Befehle ausführen oder Anordnungen ausführen. Das ist dann ein Punkt, wo man Menschen, Amtsträger an ihre Verantwortung erinnern muss, dass sie sich nicht auf eine reine Befehlslage oder auf eine reine dienstliche Anordnung berufen können. Sie tragen die Verantwortung, diese Anordnung, wenn sie Ansatzpunkte für eine fehlerhafte Grundlage haben, selbst zu hinterfragen. Beamte müssen remonstrieren und wir als Bürger müssen unsere Politik in dieser Frage in die Verantwortung nehmen. Ich habe eben gerade eine aktuelle Sendung aus England gehört, wo der Chef des Zentrums für evidenzbasierte Medizin, Professor Carl Hannigan an der Universität Oxford, ja, ein gestandener Professor an einer der renommiertesten Universitäten in Oxford, die Debatte in England in gleicher Weise kritisiert, der in gleicher Weise bestätigt, dass auch in England die Zahlen jenseits aller Verhältnismäßigkeit überinterpretiert werden, wo die Zahlen, so sagt er, genutzt werden, um vorher feststehende politische Entscheidungen zu rechtfertigen. Das, so sagt er, das ist nicht die Aufgabe von Wissenschaft, sondern Wissenschaft hat die Aufgabe, verschiedene Perspektiven auf bestimmte Sachverhalte auszuleuchten, damit darauf aufbauend dann Politik Entscheidungen treffen kann. Es läuft momentan auch in Deutschland, das ist aus dem BMI-Papier ersichtlich, es läuft genau andersherum. Es wird von vornherein angenommen, es ist eine schwere Krise. Und auf dieser Basis werden dann Zahlen genutzt, um diese politische Einschätzung zu legitimieren, obwohl diese Zahlen diese Einschätzung nicht ermöglichen, da sie ganz andere Sachverhalte letztendlich betreffen. Ein PCR-Test, wie gesagt, betrifft das Vorhandensein einer bestimmten Nukleinsäure, aber nicht die Frage der Erkrankung mit dem SARS-CoV-2-Virus. Wenn wir in dieser Situation so weitermachen, laufen wir Gefahr, unser Gemeinwesen schwer zu beschädigen, möglicherweise irreparabel zu beschädigen, auch weil die wirtschaftliche Struktur unseres Landes grundsätzlich gefährdet ist. Denn der Mittelstand, die mittelständische Wirtschaft ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft immer gewesen. Es hat sich in den letzten Jahren schon eine beschleunigte Konzentration ergeben, wo multinationale Konzerne mittelständische Unternehmen aufgekauft haben. Und diese Entwicklung würde sich in einem wirtschaftlichen Abschwung, der die Liquidität von mittelständischen Betrieben überfordern könnte, weiter beschleunigen und verschärfen.
Denn die Betriebe an sich, die Produkte an sich, die Dienstleistungen an sich sind ja weiterhin werthaltig. Der Betrieb ist intakt, es ist nicht physisch zerstört, es ist nur nicht mehr zahlungsfähig und dann müsste der Betrieb in Insolvenz gehen und im Zweifelsfall verkauft werden. Und klar ist, dass in einem solchen Zustand dann tatsächlich kapitalkräftige Investoren zum Zuge kommen und damit die Eigentümerstruktur der deutschen Wirtschaft weiter konzentriert wird auf wenige multinationale Konzerne, hinter denen auch sehr wenige superreiche Individuen, Einzelpersonen stecken, die ihrerseits schon großen Einfluss haben. Es muss hier noch einmal erwähnt werden, es geht nicht um eine Verschwörungstheorie, aber es geht klar um die Erkenntnis, dass jemand wie Bill Gates mit einem riesigen Vermögen einen unglaublich großen Einfluss auf die Weltgesundheitsorganisation ausübt. Er und seine Frau haben eine Stiftung, die bereits nennenswert den Haushalt der WHO mit bestreitet. Und gleichzeitig sind die Bill und Melinda Gates Stiftung und die Personen Bill und Melinda Gates persönlich ebenfalls aktiv in der Allianz, globalen Allianz für Impfung, Gavi. Das heißt, eine weitere private Gruppierung, eine weitere private Organisation hat ebenfalls einen großen Anteil am WHO-Haushalt. Das macht die WHO, die so etwas ist wie das Weltgesundheitsamt, anfällig für sachfremde, für privat interessierte Entscheidungen. Die WHO hat diese Pandemie ausgerufen. Die WHO hat damit alle Mitgliedstaaten gezwungen, entsprechende Verfahren und Prozesse in Gang zu setzen. Wir befinden uns jetzt mitten in einem solchen Verfahren und es wird auf der Definition eines fragwürdigen PCR-Tests, an dem ein deutscher Professor, dessen Lehrstuhl von privaten Investoren finanziert worden ist, maßgeblichen Anteil hat. Das ist das, was jetzt hier gerade passiert. Die WHO gibt eine Pandemiewarnung heraus, gestützt auf die Analyse, Anführungszeichen, auf die Technik, auf das Produkt eines deutschen Professors, dessen Institut von privaten Geldgebern finanziert worden ist. Unabhängig davon, ob dieser Professor gut oder schlecht ist, er ist abhängig in seiner Finanzierung seines Institutes und das ist etwas, was, glaube ich, der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Und wenn dann andere unabhängige, namhafte Wissenschaftler ihren Ruf riskieren, weil sie sich in einer solchen Situation trotz aller Widerstände nachhaltig und vehement und beharrlich öffentlich äußern, dann müssen wir das ernst nehmen. Wir müssen innehalten, wir müssen sehen, dass unsere Intensivstationen nicht überfordert sind. Ja, es sind Menschen mit PCR-positivem Test auf Intensivstationen, aber sie sind dort in der Regel nicht wegen Infektionen mit Covid eingeliefert worden, sondern sie sind dort eingeliefert worden wegen anderer Aspekte, anderer Erkrankungen und haben nebenbei routinemäßig einen PCR-Abstrich erhalten, damit man in der Klinik die Organisation darauf abstimmen kann. Das ist das, was wir momentan sehen. Das ist das, was Menschen wie der Chefarzt der Inneren Medizin an der Rottal-Inn-Klinik und viele andere Ärzte ebenfalls bestätigen. Sie riskieren damit alle ihre persönliche Existenz und wir als Land glauben, dass sie das tun, um eine gute Regierung einfach zu behindern, das ist naiv. Nein, hier sind Menschen ernsthaft besorgt, ich bin es auch und deswegen fordere ich euch auf, wendet euch an eure Politik, kommt am 7. November nach Leipzig zur Demonstration. Es wird eine ganz wichtige Demonstration sein an einem geschichtsträchtigen Ort. Wir sind in Deutschland in einer ganz kritischen Phase für unser Gemeinwesen. Das ist das, was ich momentan sehe. Meine Erfahrung im politischen Raum, meine Kenntnisse von Strukturen und die Analyse der aktuell vorliegenden Daten zwingen mich dazu, diese Mitteilung hier jetzt an euch rauszugeben. Wendet euch an eure Politik. Es ist 11:55 möglicherweise schon später. Wir müssen hier jetzt innehalten. Wir müssen diesen Lockdown beenden. Es gibt dafür keine Grundlage. Schweden zeigt, dass es anders geht. Schweden ist ein Land, in dem die Prozesse zivilgesellschaftlich normal geregelt werden, ohne Gesetze. Und Schweden steht immer noch. Schweden ist nicht überlaufen. Schweden geht nicht unter. Warum sollten wir also Angst haben? Haben wir Mut? Stehen wir auf.